Sehr geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Strategic Command American Civil War. Und ich bin ein bisschen raus, weil ich hier schon wieder bei New Orleans sitze. New Orleans werde ich jetzt verlieren, aber schauen wir uns das Desaster an. Und dann muss man natürlich planen, New Orleans wieder zurückzunehmen. Secretary of War, Edwin Stanton, und hier wieder die hervorragende deutsche Übersetzung. Da die Verluste auf den Schlachtfeldern weiter zunehmen, melden sich immer weniger junge Männer freiwillig zum Dienst in der Armee. Es steht daher zu befürchten, dass wir in Zukunft nicht mehr genügend Freiwillige haben, um unsere Verluste zu ersetzen. Als Lösung wurde der Enrollment Act vorgeschlagen, der Staaten, die ihre Personalquoten nicht erfüllen können, verpflichtet, Männer zum Dienst einzuberufen. Das Gesetz wird es uns ermöglichen, 4 zusätzliche Infanteriedivisionen zu bilden, die sofort im ganzen Land eingesetzt werden können. New Orleans? Aber ich glaube, das geht nicht, da kann ich keine einsetzen. Die Einberufung würde allerdings mit Sicherheit unpopulär sein und den Kampfgeist sofort um 2.500 Punkte senken. Zudem ist es möglich, dass es nach der Verabschiedung des Gesetzes zu Unruhen in den großen Städten kommt. Wollen Sie eine Wehrpflicht einführen? Ich sage jetzt mal ja, wir schauen uns aber trotzdem die Informationen an. Es ist unmöglich, genau vorherzusagen, wie heftig die Reaktionen auf die Einberufung ausfallen. Im schlimmsten Fall könnten in 4 großen Städten Unruhen entstehen, was unsere Wirtschaft für die nächsten paar Runden schwächen würde. Wir sind aber eh so stark. Historisch gesehen wurde das Einberufungsgesetz im März 1963 verabschiedet und verschaffte der Union während des gesamten Krieges 160.000 zusätzliche Männer von rund 2 Millionen, die insgesamt im Krieg dienten. Neben weit verbreiteten Desertionen führte die Einberufung auch zu großen Unruhen in New York City im Juli 1963. Gut, wir berufen sie trotzdem ein. Ja, okay, die werden automatisch gebildet und ich kann es mir nicht aussuchen. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich die in New Orleans hätte einsetzen können. Naja, und schlecht ausgerüstet sind sie auch noch. Siedlungen in New Mexico werden wieder überfallen. In dem Fall hat es bloß eine konföderierte Siedlung betroffen. Pulaski wird immer noch gehalten. Industrietechnologie von 30% auf 47%. Und wir nehmen fast 1700 MPPs ein. Das macht also jetzt gar nichts, dass wir hier die Einberufung gemacht haben. Haben wir wieder neue Einheiten ausrüsten. Und dann werden sie verschifft nach New Orleans. So sieht's aus. Bin ich gespannt, was mit meinen Marines passiert. So, Nashville ist jetzt natürlich auch unter massiver Bedrohung. Ich gehe mal davon aus, dass Grants Armee muss jetzt erstmal wieder neu ausgerüstet werden. Jetzt haben wir es April, dann können wir im Mai eine Großoffensive auf Nashville starten. So, mein Kater ist aufgeregt. Der schaut hier ganz gerne zu. Denn es bewegt sich natürlich so Kleinigkeiten auf dem Monitor. Und dann haben wir das drehende Mausrad-Ding hier. Ah, das verfolgt er jetzt. Ganz schön, was los ist hier, Mississippi. Hier wird versucht, Richmond. Oh! Ja gut, wir haben eine Brigade verloren. War es eine Brigade? Oder war es eine Division? So, in Virginia werden wir die uns auch niederringen. Was mit New Orleans? Ja, heftige Bewegungen, panikartige Bewegungen in Richmond. Ah, hier werden Flankmanöver versucht. Juga-Division, Nachschubmangel. Die ist hier in Virginia. Eine Meldung, die anscheinend nicht übersetzt worden ist. War es das? Konnte der nicht nach New Orleans reinziehen? Hat er vielleicht. Da können wir mal schauen. Vielleicht hat er nicht genügend Versorgung und kann seine Truppen nicht bewegen. Ja, New Orleans ist doch nicht gefallen. Das große Feuer von 1863 wütet in Denver. 2 Konvois werden überfallen. Ich muss mal schauen, wie viele MPPs, das können wir eigentlich gleich machen, wie viele MPPs die Konföderierten mittlerweile einnehmen oder nicht mehr einnehmen. Mr. President, nun da unsere Armeen weiter in den Süden vordringen, ist es möglich, dass die Rebellenregierung versuchen wird, ihre bestehenden Guerilla-Operationen auszuweiten, die Jefferson Davis zuvor mit dem Partisan Rangers Act genehmigt hat. Sollte dies der Fall sein, ist mit einer Zunahme der Partisanenaktivität in allen Rebellenstaaten zu rechnen, insbesondere in Virginia, den Carolinas und Georgia. Dies würde dazu führen, dass einige Partisanenstandorte, die bisher nur Siedlungen beschädigt haben, in Zukunft neue Partisaneinheiten bilden.
Empfehlung: Patrouillieren Sie bestehende Partisanengebiete, die durch Drücken der P-Taste zu sehen können, mit zusätzlichen Einheiten. Guter Hinweis. Flusspanzerschiff, die Agamenticus-Panzerschiff. Die setze ich jetzt gleich mal ein. Die Agamenticus. Und den Rest schauen wir uns an. Jetzt nochmal New Orleans. Ne, da ist keiner. Wisst ihr was? Was ich jetzt als allererstes mache? Ich besetze jetzt New Orleans. So. Was hat er davon? Ja, Versorgung 0. Er konnte sich nicht bewegen. Ja klar, hier sind Sümpfe. Gott sei Dank haben wir das erledigt. Dann machen wir nachher weiter. Puh. Hätte ich mich letztes Mal gar nicht so ärgern müssen. Verstärken auf 10. So, jetzt wird's was. Die nächsten Runden. Messia ist auf 0 runter. Versorgung ist jetzt auch bloß noch 3. Dass die überhaupt noch 4 Versorgung haben, das wundert mich. Aus El Paso. Kommt es hier rum oder wie? Ja, sieht fast so aus. Wie sieht denn unsere Versorgung hier drüben aus? Eine 3, wisst ihr was? Die Kavalleriebrigade darf dahin. So, und dann müsste nächste Runde eigentlich hier die Versorgung komplett zusammengebrochen sein. Schauen wir uns hier an. Versorgung 5, 6, 6 und hier unten 5. 5, 6, 5, 3. Ziehen wir mal raus. Nächste Runde hätten wir dann hier oben... Ne, schlechter. Das kann ich einfach nicht vorher berechnen. Gut. Missouri. Ja, Missouri ist jetzt mittlerweile... Ich glaube, wir machen jetzt hier mal unsere Upgrades. Dann können wir die Kavallerie hier noch verfolgen besser. Die hier bei Fort Baxter sitzt. 1 zu 1, 1 zu 1. Ja, hier werden wir ebenfalls... Ah, können wir nicht. Weil der Feind da steht. Auch hier machen wir jetzt erstmal ein Upgrade. Schauen wir uns die hier mal an. Wir sehen hier die Versorgung. 4 bloß. Was haben die für eine Versorgung? 6. Wir verstärken die Jungs jetzt hier mal. So, P. Ridge, Fort Smith ist auch ein Ziel. Das können wir dann auch noch nehmen. P. Ridge 1, 2. Ja, damit müssten wir jetzt P. Ridge auch frei kriegen. Klappt nicht. Aber mit der Einheit kommen wir ran. Möchte ich das? Möchte ich. Hilft auch nichts. Ah Gott, zack. Ja, dann muss es halt die sein. Gut. Freeman kann dann nach P. Ridge langsam verlegt werden. Carthage. 1 zu 1, 1 zu 1. Wisst ihr was? Wir greifen jetzt hier doch an. Hat nichts geholfen. Insgesamt haben wir hier mehr Stärkepunkte. Das war's hier in West Missouri. Dann geht's weiter mit Reynolds. Schauen wir, dass wir hier die aus Gainesville vertreiben. Zwei zu zwei. Ich gehe jetzt hier die relativ hohen Verluste noch ein, weil ich eigentlich vorhabe. Eigentlich möchte ich mit der Division hier weiter nach unten.
Ah, kann ich es nicht mehr machen. Gainesville. Na, der Kater beißt hier beim Kabel, am Audiokabel rum. Keine gute Idee. Auch hier machen wir jetzt erstmal Verstärkungen. Okay. Gut. Ja, dann bewegen wir uns jetzt hier Richtung Arkansas runter. Wird ein bisschen länger dauern als geplant. Macht nichts. Dann. Ah, machen wir mal erstmal hier bei Tennessee beim Grind weiter. Richtung Nashville. 1:4 hier. Ja, komm. Zerschlagen wir den. Ach, da komme ich nicht runter. Da komme ich nicht runter. Und hier im Generalstabs-Chat wird geschrieben, ich soll natürlich noch schauen, ob es Partisanen gibt. Hier drüben haben wir welche bei Fayetteville, die sind abgesichert. Okay, da muss ich die Ortschaften quasi sichern. In Carrollton, also die machen nicht so viel, da die nehmen mir halt, hier ist Versorgung quasi weg. Aber es sind keine aktiven Einheiten, das ist nicht so tragisch. Hier drüben passt's. Batesville. Ne, wir müssen es jetzt hier nicht übertreiben. Okay, also ich würde natürlich hier gerne vorbeikommen. Habe ich eine Möglichkeit, dieses Fort hier so weit zu beschädigen? Wahrscheinlich komme ich aber nicht mit genügend Schiffen hin, oder? Ja, nee. Ich schau mal. Okay. Wir müssen warten, bis wir bessere Schiffe bekommen. Lohnt sich die Angriffe nicht. Ja, und hier kommen wir nicht vorbei. Ja, dann bewegen wir uns jetzt hier rüber. 2:3. Mache ich die Runde noch nicht. Kommen wir jetzt relativ schlecht vorwärts hier. Und Grant, habe ich ja gesagt, müssen wir jetzt erstmal die Einheiten verstärken. Vielleicht können wir aber hier schon mal einen Brückenkopf schaffen. Die Einheit ist ja relativ stark hier. Oh Moment, Libanon ist ja eh frei. Ja, dann müssen wir direkt nach Libanon einziehen. Und dann haben wir hier auch schon relativ viel Versorgung. Was wir besetzen, ist erst das andere Flussufer und wir können sie dann immer noch verstärken. Ja. Ja, damit kommen wir Nashville jetzt natürlich jetzt auch deutlich näher. Die Ranger-Einheit, ne, die brauchen wir jetzt erstmal nicht verstärken. Albany ist frei. Verstärkung lohnt sich auch nicht wirklich. Okay. Dann sind wir da auch durch. Haben wir hier Partisanen. Ja, in beiden Städten. Ziehen wir mal den Zug rein. Ansonsten haben wir keine Partisanen. Ich habe hier noch eine Brigade, die ich eigentlich eine Garnison, ein Regiment. Wisst ihr was? Ich versuche die jetzt mal in eine Stadt zu bringen. In der Stadt mit Eisenbahnanschluss und dann verlegen wir die in den Westen. Ich hoffe, ich vergesse bis nächste Runde nicht. Denn hier ist sie nicht mehr von viel Wert. Gut. Hat sich jetzt aber auch entschieden, Hooker wird weiter Richtung Süden vorstoßen, denn
Ah, wisst ihr was, wir ziehen hier vorsichtshalber mal weg, dass wir nicht angegriffen werden können von dem Fort oder irgendwas. Ah, hier können wir uns besser verteidigen. Also Hooker und seine Armee werden jetzt Richtung Süden vorstoßen. Nashville, denke ich, geht klar. Können wir Richtung Memphis runterstoßen. Nehmen wir mal die Stadt Jackson. 1 zu 7, 1 zu 4. Jackson, Tennessee. Gut. Ah, da drüben ist Shiloh. Oh, Corinth ist eine wichtige Stadt. Corinth ist eine wichtige Stadt, denn hier kommen Züge aus dem Osten an. Das heißt, wenn wir Corinth eingenommen haben, wir schauen jetzt mal. Corinth ist frei. Ich komme bloß nicht runter bis dahin. Wenn wir Corinth eingenommen haben, kann der konföderierte Spieler kaum noch Einheiten Richtung Westen verschieben. Dann bauen wir jetzt hier mal einen Angriff auf. Sieht gut aus. Schauen wir mal, ob wir den General hier, den Taylor, noch irgendwie beschädigen können. Ne, unsere Waffen sind einfach zu schlecht hier mit den Schiffen. Wie sieht's denn aus mit unseren Marinewaffen? Nicht so prickelnd, aber Nashville, sollen wir hier schon angreifen? 1 zu 3, 1 zu 2, ja. Frage schnell beantwortet. Sind die Partisanen hier abgedeckt? Okay. Dann West Virginia. Haben immer noch eine Versorgung hier. Ja, Lewisburg gibt auch noch zwei her. Verstärken. 1 zu 1. 0 zu 2. Ja, jetzt wird daraus langsam was. Dann haben wir die Einheiten da bald raus. So. Ja, wir verlegen jetzt die Einheit hier rüber. Dann sind die Partisanen gesetzt und wir haben wieder Zugriff auf unser Korps, mit dem wir jetzt, also ein ganzes Korps jetzt auf Partisanenbekämpfung gesetzt. Was für ein Scherz. So, ich setze große Hoffnung auf diese Schiffe hier. Zusammen im Verbund mit den Marines. Machen wir weiter in Virginia. Versorgung 8, Versorgung 6. Lynchburg ist auch schon wieder fast hergestellt. Dann kappen wir jetzt die Verbindung hier hoch nach Lewisburg. 2 zu 6. Auch wenn wir es noch nicht ganz geschafft haben. Versorgung nächsten Runden hier 5 und 4. Jetzt probieren wir mal aus, ob die besser wird, wenn wir McDowell darunter ziehen. Nee. Bringt nichts. Und da können wir hier oben die Juga-Division fast aus dem Spiel nehmen.
Das heißt fast, wir können sie aus dem Spiel nehmen. Das war's. Hier drüben haben wir eine... Ja, genau, Partisanen. Gesichert. Und dann machen wir direkt in Virginia weiter. Da sind wir natürlich jetzt hier von drei Ecken umzingelt. Oh, wir haben aber schon ganz gute Kampfwerte hier. Verstärken. Die Division hier müssen wir vorziehen. Wir haben jetzt zwei gute Divisionen. Aber wisst ihr was? Ne, 4-2 ist kein... Ich brauche hier nochmal eine... Ich brauche hier nochmal... verlegen wir die mal. Kann ich die direkt nach Fredericksburg reinsetzen? Kostet mich zwar jetzt viel Geld, aber... Dann ist die Einheit schon mal dran. Verlegen. Okay. Müssen wir sie hierhin verlegen. Das ist es mir wert. Dann sind wir nächste Runde dran. Und ich denke, wir werden uns jetzt kurzfristig hier nochmal zurückziehen. Ja. Ich muss die Einheiten jetzt hier nicht opfern. 2-3. Auch hier gehen wir erstmal in die Verstärkung. Ja. Ich frage mich, ob wir hier noch an Tepehanuk noch näher rankommen. Jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. 2-2. 2-1. Machen wir das mal. Was natürlich Schwachsinn war. Ne, ich komme hier nicht ran an Williamsburg sonst. 2-1. Nicht ganz geklappt, schade. Ne, mit den Schiffen komme ich hier nicht ran. Trotzdem ein gutes Ergebnis. Wie ist die Versorgung hier? Nicht gut, ich denke mal, wir sollten mal schauen, wie es unten bei Keyswell ausschaut. Ist frei. Schauen wir mal. Und dann werden wir Elizabeth City einnehmen. Habe ich jetzt noch Einheiten, die hier oben drin stehen, die ich verschiffen kann? Nee, gell? Ugh. Rückgängig. Ich frage mich, ob ich den Howard nicht nach New Orleans verschiffe. Hier müssen wir eh mal eine Armee aufstellen, um nach Norden vorstoßen zu können. Und ich denke mal, in Florida wird nicht viel passieren. Die Marines kommen nicht wirklich vorwärts. Jacksonville werden wir hier sichern. Haben wir hier Partisanen in Lake City. Aber nur, wie habe ich sie genannt, im Zweiten Weltkriegsteil Industriepartisanen. So. Überlegen, was wir machen. Die Marines in den Hafen bringen und nächste Runde irgendwo anders hin verlegen. Hier nehmen wir mal Suffolk ein. Dann schauen wir uns mal an, wie stark hier Elizabeth City gesichert ist. Zu stark für unsere schlechten Schiffe. Aber vielleicht nicht für die. Ne, die greifen uns den Hafen an. Okay, auch nicht gut. Brauchen wir andere Schiffe dafür. Ah ja. Wir haben ja 4 neue Einheiten bekommen. Boah,
Die Kundschafter sind wirklich sauteuer. Die lasse ich jetzt erstmal. Wo haben wir die 4 Einheiten bekommen? Hier oben noch bei Detroit. Machen wir jetzt auch gleich erstmal die Upgrades. Chicago. Aber ich muss mal sagen, eigentlich haben wir genügend Geld, um auch hier die Kundschafter auszustatten. Waren es jetzt 4? 1, 2, 3. Ah, hier oben noch bei New York City. Upgrade. Und die können wir dann eigentlich alle nach New Orleans verschiffen. Nächste Runde. Das machen wir. Und dann nehmen wir den Howard mit. Vielleicht fahren wir den schon mal in den Süden runter. Nee, noch ist es mir zu gefährlich mit den feindlichen, mit dem feindlichen Monitor, der hier irgendwo rumkrebst. Gut, ausgemacht. Also, die Heinzelman Division. Die Hazen Heinzelman Division müssten hauptsächlich Deutsche gewesen sein. Die beiden Divisionen werden wir nach New Orleans verlegen, zusammen mit dem Howard. Gut, habe ich zumindest da mal endlich mal einen Plan. So machen wir das. Kriegsmoral ist auf 49% runter bei den Konföderierten. Und hier müssen wir jetzt mal in den Hafen rein. Ah, komme ich nicht rein. Gut, New Orleans ist jetzt... Gut, da werden wir jetzt uns erstmal nicht mehr rausbewegen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass der Feind hier nicht durch kann. Aber sobald der General dahin verlegt, kommt er dann doch wieder durch. 2 zu 2. Könnten unsere Flussschiffe was ausrichten hier? Nicht wirklich was. Also ohne Upgrades. Ohne Upgrades kann ich da nicht mehr viel machen. Feinkontakt. Ah, hier sind also, jetzt wissen wir es zumindest, hier sind die Monitore. Dann steckt man da jetzt erstmal fest, 2 zu 2 lohnt sich nicht. Nee. Dann sind wir fertig. Das müsste es gewesen sein mit der Runde. Ja, das war es auch mit der Runde. Wir gehen jetzt noch auf eine Division. Die Cox-Division ist einfach und schnell zurückzuerhalten. Ist dann auch schon in einem Monat, glaube ich, da. Kavalleriedivisionen. Der Custer. Ja, kaufen wir. Dann die Indianola Flusspanzerschiff. Alles in den Mississippi. Nach Kairo und die Getty Division. Ich denke mal, im Westen brauchen wir nicht mehr wirklich viel. Wie viel haben wir denn hier? Ein Korps, 2 Divisionen, 2 Brigaden. Bei Grant läuft alles gut. Wir setzen uns nach Annapolis. Und können nächste Runde, können wir dann hier bei Norfolk noch verstärken. Das, glaube ich, ist eine ganz gute Idee. Berichte, ich wollte mir noch anschauen, wie viele MPPs die Konföderierten machen. MPPs nehmen ein, immerhin über 1000. Aber gut, wir haben 1600. Und wie sieht es bei der Forschung derzeit aus? Marinewaffen wird halt Zeit. Bin ich zufrieden. Hätte schlimmer laufen können. Überprüfe jetzt nochmal Partisaneneinheiten. Sind alle abgedeckt. Ja. Haben wir hier noch was? Nee. Gut, das war's. Ciao.
schauen wir uns in der nächsten Runde an, wie es weitergeht. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit reinschaut. Und bis dahin wünsche ich euch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Macht's es gut. Ciao, pfiat's euch, servus.